Also die Messe war, nachdem wir voriges Jahr ja nicht anwesend waren, für uns ein total großer Erfolg. Also das ist für uns die Messe, auf die man hin muss. Ja. Also das ist meiner Meinung nach die Leitmesse in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Also wir waren auch in Amerika auf Messen, also kein Vergleich. Also, und wir sind also mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Und haben also auch gezeigt und konnten uns gut präsentieren. Das war für uns jetzt einfach ganz gut. Ja, interessant war eben, dass also am Sonntag dann eigentlich die Insider kamen, die richtigen Cracks, die sind heute zu uns gekommen, haben eben ihre Wünsche geäußert, ihre neuen Projekte vorgestellt und ja, wir denken, dass wir da einigen Beitrag leisten können, damit man wieder neue Modelle mit neuen Motoren sehen wird. Also Sonntag war gut für Sie? Der Sonntag war eigentlich sehr gut. Es war eigentlich nach dem Freitag der beste Tag, definitiv. Also ich kann nur sagen, die Messe Friedrichshafen ist nach wie vor unter den großen Verbrauchermessen für uns die wichtigste und auch die beste. Für die einzelnen Tage kann ich sagen, der Freitag verlief so, wie ich vor 10 Jahren messen kannte. Also gigantisch, gut, umsatzmäßig wie auch zuschauerzahlenmäßig. Der Samstag war ruhiger, wie man es gewohnt war in den letzten Jahren. Der heutige Tag ist halt ein Sonntag. Aber der gesamte Messeverlauf war für uns sehr positiv und von daher, wir kommen gerne wieder nach Friedrichshafen. Ja, der Messeverlauf war wieder hervorragend. Wir sind begeistert, haben unsere Ziele erreicht und ja, konnten auch viele Kunden wieder, denke ich mal, zufriedenstellen. Ja, und sind sehr zufrieden. Also sicher mit Abstand die beste Messe in den letzten paar Jahren auf dem Sektor. Und auch viel Interesse, sogar am Sonntag noch, wo es ja etwas abnimmt. Also wirklich, ich denke, 95% zumindest sollten sehr zufrieden sein. Auch die Händler tönen euphorisch. Ja gut, also die Schweiz stellt natürlich wahrscheinlich den Hauptanteil, zumindest bei uns, gesamthaft vielleicht nicht. Aber schon Deutschland, Schweiz am meisten, etwa Südtirol, Österreich konnten wir entdecken. Fast keine Franzosen waren früher mehr da. Das weiß ich aber auch nicht warum. Wie war denn der Messeverlauf für Sie? Sehr gut dieses Jahr. Wir sind sehr zufrieden. Alle Erwartungen weit erfüllt. Was waren denn die meisten Fragen? Oh Gott. Also ich habe so viel beantwortet, dass ich einen lahmen Kiefer habe. Ja, eigentlich querbeet allgemein über das komplette Thema, komplex von vorne bis hinten. Wie haben sich die Tage unterschieden? Der Freitag zum Samstag und heute? Also umsatzmäßig möchte ich mal fast sogar bei uns sagen, relativ gleich. Wobei der Freitag wahnsinnig stressig war, aber jetzt sich nicht groß also unterschieden hat von den Zahlen her. War im Prinzip jeder Tag eigentlich, selbst der Sonntag heute war wirklich gut. Nach was wird denn besonders gefragt? Nach großen Fliegern. Gibt es ein bestimmtes Modell, das da so ins Auge sticht? Ja, unser neuer Arkus kommt natürlich besonders gut an und wird auch sehr gefragt vom Publikum. Wie schaut es aus mit dem Verhältnis von Schweizern und Deutschen und Österreichern? Ja, viele Schweizer, wenig Österreicher, viele Deutsche, sehr kaufkräftige Schweizer. Wir waren sehr überrascht, dass am Freitag schon so früh so viele Leute reingeströmt sind und auch schön gekauft haben natürlich. War sehr viel Interesse an unseren Sachen, wir haben ja auch ein bisschen was Neues. Ja, sehr zufrieden. Ja, war gut. Wie jedes Jahr, Freitag ist der Tag der Schweizer. Der Schweizer Tag. Und dieses Jahr war wirklich irgendwas passiert, da war so ein Tsunami, der um 9 Uhr morgens reinkam. Innerhalb von 2 Minuten war alles voll. Ja. Und die Leute haben auch sehr schön gekauft natürlich. Ja. Aber es war auch ein sehr, sehr gutes Geschäft dieses Jahr am Samstag. Das war dieses Jahr besser als letztes Jahr. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Waren viele kaufwillige und freundliche Kunden hier. Also der erste Messetag war schon sehr eng hier in der Halle, aber ist für uns ja gut als Händler. Und die Rahmenbedingungen wie immer stimmen hier im Bodensee natürlich. Und ja, kann nur positiv, positiv, positiv. Ja, also ich denke, man kann ohne Übertreibung sagen, dass Friedrichshafen die wichtigste Messe in Europa geworden ist für Endverbraucher. Ich denke, dass gerade in diesem Jahr die Messe gezeigt hat, dass
das vielfältige Angebot sehr gut angenommen wird, dass die breite Ausstellerschaft von großen Herstellern wie auch kleinen Herstellern das Publikum einfach anzieht. Die Position in der Nähe des Dreiländerecks hilft natürlich auch, für uns international unsere Kunden anzusprechen. Wir haben direkten Kontakt zu den Schweizern und zu den Österreichern, die uns ja auch unsere liebsten Kunden sind. Von daher ist es eben auch ein vielfältiges Bild. Und ja, wir sind eigentlich auch von den Tagen Freitag und Samstag einfach überwältigt gewesen, weil so viele Leute eben da gewesen sind. Und die Qualität der Messegesellschaft, die Qualität des Messegeländes, die Qualität der Kunden, die hierher kommen, sind für uns einfach entscheidend, um hierher zu kommen. Und das ist eine Messe, die nicht nur Arbeit ist, sondern einfach auch richtig Spaß macht.